jetzt zu einem Punkt zurück. Sie haben vollkommen recht, der Chor. Die Politik hat es auch in der Hand, aus einem Tal die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Aber wissen Sie, wenn am Ende die Wirtschaft nicht mehr da ist, die wieder ankurbeln kann, weil die Betriebe gar nicht mehr existieren, die einen Antrag auf Stundung schreiben könnten, dann habe ich ein Problem. Und eine Kritik leiste ich jetzt mir hier in dieser Sendung am Höhepunkt des Notstandes in der Republik. Ich verstehe es nicht, dass am Sonntag sich der österreichische Nationalrat in einer Notstandssitzung trifft und die Fantasie entwickelt, wo jeder die Beschwörung der nationalen Einheit feiert, das Epidemiegesetz 1950 dahingehend zu ändern, dass die Haftung des Staates im Seuchenfall, wenn Betriebe geschlossen ist, entfällt. Also auf die Idee musst du kommen. Da geht es um Leben und Tod in der Republik. Jeden Tag die Krisen beehren, rot-weiß-rote Fahnen röden zur Lade der Nation. Und dann gibt es Beamte oder Politiker, die denken sich, hoppla, Taschenrechner, nein, jetzt müssen wir schnell das Gesetz ändern, weil sonst müsste ja die Republik zu viel zahlen, dass wir jetzt jene Klein- und Mittelbetriebe ändern. Und von dieser Stelle sage ich aus, das soll sich der Bundeskanzler und alle Parlamentsparteien ganz genau überlegen. Auch im Hinblick auf die Konsequenzen, die wir nach dieser Krise zu diskutieren haben. Ob diese Änderung des Epidemiegesetzes, quasi seit 1950, um es zu erklären, haben Menschen aus den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges gesagt, hoppla, wenn wir einen Seuchenfall haben, dann müssen wir unsere Wirtschaft schützen und der Staat muss sie vollinhaltlich entschädigen, wenn dann der Staat Betriebe schließt. Da wird der gesamte Einnahmeverlust, genauso ist es, der Staat tritt in Vorlage für einen Umsatzentgang von 3 Wochen zum Beispiel. Mhm. Wenn in den 3 Wochen die staatliche Schließung stattgefunden hat, da werden dann vom Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt die Umsatzbücher genommen, was ist da zahlt oder 2 Jahre vorher, und der Staat tritt in Vorlage. Und dann herzugehen und ein 4-Milliarden-Paket zu schließen, das dann unheimlich groß klingt, wo wir aber jetzt wissen, dass es am Freitag schon verpufft ist. Puff macht's, weg ist es. Wo dann Menschen, unschuldige Menschen von dieser Katastrophe einen Antrag stellen müssen, dass sie Kredite aufnehmen dürfen, dass ihnen eine Schuld, die sie niemals begangen haben, gestundet wird. Das verstehe ich. Wir kommen ja schon langsam drauf. Aber das ist kein Vorwurf an Sie. Das ist ein Vorwurf an die Wahnsinnigen, die das gemacht haben. Das hat auch niemand so verstanden gehabt. Wir kommen ja schon langsam drauf, dass nach dem Epidemiegesetz das wahrscheinlich 40 Milliarden und nicht 4 Milliarden gewesen wird, die fehlen. Genau so ist es. Oder sollen es 10 oder 15 Milliarden kosten. Ja. Es geht darum. Je nachdem, wie lange es dauert, logischerweise. Die jetzt die Notmaßnahmen anordnen, leben von einem Steuergeld. Das Steuergeld erbringen Arbeitnehmerinnen und Arbeiter, Angestellte in dem Land, Arbeitgeber, die überhaupt mit ihren betrieblichen Ideen die Plattform für Wirtschaft bieten. Jetzt da beide zu ruinieren und sich dann zu wundern, dass keine Steuereinnahmen mehr kommen, da, nur weil man gesagt hat, nein, jetzt helfen wir denen nicht, aber wir machen sie alle zu Bittstellern, sie dürfen Anträge stellen. Dieser Weg, und da ersuche ich eindringlich an alle, sich das zu überlegen, denn dieser Weg wird zu sozialen Unruhen führen. Gut, das war ein sehr spannendes Statement.